Yakari verliert seine Stimme. Überrascht, was, kleiner Donner? Ein richtiger Sturzbach ist das. Stell dich schnell unter, Yakari. Sonst erkältest du dich noch. Gute Nacht, kleiner Donner. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Du hast dich erkältet. Ruh dich bloß aus. Danke, Regenbogen. Nanu, du siehst ja gar nicht gut aus, Yakari. Mein Sohn, der Schamane ist jetzt da. Mein Hals tut weh, der alles weiß und wie ich friere. Es ist nicht allzu bedenklich, schimmernde Zöpfe. Morgen wird es deinem Sohn schon viel besser gehen. Du solltest dich nur ordentlich ausruhen und etwas essen, damit du zu Kräften kommst. Tu, was der Schamane gesagt hat, und schon bald wirst du wieder mit kleiner Donner Ausflüge machen. Ruh dich gut aus, Yakari. Bis morgen. Ah, dir geht es wohl schon besser. Das habe ich schon mal gesehen, Yakari. Nur keine Angst, durch das Halsweh versagt deine Stimme. Es dauert etwas, aber ist die Erkältung erst einmal verschwunden, hast du auch deine Stimme wieder. Du musst jetzt nur im wahrsten Sinne des Wortes schön ruhig bleiben. Ich habe unglücklicherweise leider keinen Honig da. Denn Bienenhonig hilft sehr gut gegen Halsschmerzen. So, jetzt ruh dich aus. Und mach dir keine Sorgen, ich werde für dich nach kleiner Donner sehen. Wie kann das sein? Du bewegst deine Lippen, ohne zu reden? Ist das ein Spiel, Yakari? Das ist kein lustiges Spiel. Es macht keinen Spaß, wenn du nicht mehr mit uns Tieren reden kannst, Yakari. Hey, was ist los mit diesem Hund? Der spielt ja komplett verrückt. Yakari, ich brauche dringend deine Hilfe. Ein Schwarm Fledermäuse hat meine Höhle besetzt und will nicht wieder gehen. Du musst sie für mich verscheuchen, ja? Yakari? Worauf wartest du denn nur? Na los, beeil dich! Was ist, Yakari? Hat es dir die Sprache verschlagen? Er meint, wir müssen schnell zu meiner Höhle und zwar im Galopp. Aha. Es geht hier um alles oder nichts. Es ist am anderen Ende des Waldes. Schnell! Schneller! Streng dich doch mal an! Da ist es! Du hast wirklich die Sprache verloren, Yakari? Von oben. Regen. Es hat geregnet und du hast gefroren. Dann habe ich ja alles verstanden. Du hast keine Stimme mehr, weil du Halsschmerzen hast. Ist es das? Jetzt hör endlich auf mit diesen Faxen, Yakari. Wir müssen meine Höhle befreien. Schnell, mir nach, Yakari. Hier ist meine Höhle. Yakari ist ein großer Jäger und er wird euch freche Höhlenräuber verscheuchen. Yakari! Oh nein! War das alles, was du tun konntest, Yakari? Du denkst nur an dich selbst. Wegen dir ist Yakari womöglich verletzt. Yakari! Alles in Ordnung?
Los, antworte mir. Wach doch auf, Yakari. Ich bitte dich, wach auf! Dein Quell der Worte ist versiegt. Das Schweigen ist eine Prüfung und die Gabe, die ich dir verliehen habe, wird zurückkehren, wenn es dir gelingt, dich in Gleichmut und Geduld zu üben. Auch ohne Stimme kannst du deinen Freunden, den Tieren, helfen. Gib gut Acht und finde heraus, wie der Ärger des einen zum Glück eines anderen führen kann. Yakari, ein Glück. Ich habe solche Angst gehabt. Geht es schon wieder? Fein. Wo es dir endlich wieder besser geht, denk dran, dass du versprochen hast, mir zu helfen. Jetzt reicht's. Yakari hat dir gar nichts versprochen, du Nervensäge. Du musst dich ausruhen. Wie, er soll sich ausruhen? Und was soll ich dann machen? Wie soll ich mich ausruhen, wenn sich die Fledermäuse in meiner Baumhöhle breit machen, ha? Was soll ich tun, wenn ich keinen Unterschlupf für den Winter mehr finde? Er denkt nur an sich. Du solltest dich im Dorf ausruhen und von Regenbogens Medizin kurieren lassen. Tut mir leid, Yakari. Ich verstehe nicht, was du mir damit sagen willst. Ich verstehe das genau. Ihr seid die einzigen Freunde, die ich auf der ganzen Welt habe. Aber ihr habt beschlossen, mich im Stich zu lassen. Yakari lässt dich nicht im Stich, Streifenhörnchen. Wenn er ganz gesund ist, kommt er wieder und hilft dir. Ja, ja, geht nur. Denn immerhin wisst ihr, wo ihr heute Nacht schlafen werdet. Na schön, du kannst heute Nacht zu Yakari. Vorausgesetzt, du versprichst uns ab sofort, den Mund zu halten. Vielen Dank, meine Freunde. Also, meinetwegen können wir. Ich bin froh, dass du es einsiehst, Yakari, und dich endlich im Dorf ausruhen willst. Das ist doch nicht die richtige Richtung. Da geht es zum Berg des Bären. Dahin willst du also? Bist du sicher, dass es ihm auch gut geht? Ich hoffe es für dich, sonst kriegst du deine Höhle nicht mehr zurück. Hey, diesen Ort kenne ich. Das ist die Höhle von Fischbeißer, dem faulen Bären. Die lange Reise macht mich hungrig. Ich hätte unglaublich Lust auf einen riesengroßen Pilz. Meine Freunde, Yakari, kleiner Donner, meine lieben Freunde. Ich freue mich, euch wieder mal hier zu sehen. Yakari hat sich erkältet und kann gar nicht reden. Doch statt sich auszuruhen, wollte er dich besuchen. Ach, er hat so ein gutes Herz. Yakari weiß, wie schrecklich ich mich langweile und wie quälend die Einsamkeit ist, wenn ich meine Freunde lange nicht sehe. Hör mal gut zu, Bär, ja? Wenn du denkst, Yakari wäre wegen dir hier, dann mach dich auf eine herbe Enttäuschung gefasst. Und wer ist das? Honig möchtest du? Ha, nimm dir nur so viel du willst. Was? Honig, um Fledermäuse damit zu verscheuchen? Oh, das ist aber eine ulkige Idee. Wollen wir jetzt ins Dorf zurückreiten, Yakari? Ja, leistet mir Gesellschaft. Ihr seid herzlich eingeladen, so lange zu bleiben, wie ihr nur wollt. Und ich dachte, man kann sich auf Freunde immer verlassen. Da habe ich wohl falsch gedacht. Yakari muss sich ausruhen, das weißt du doch. Und ich genauso. Na, Streifenhörnchen, wachst du auch irgendwann mal auf? Was? Ja. Yakari, du hast ja deine Stimme wieder. Regenbogen sei Dank. Bei Halsschmerzen bewirkt Honig echte Wunder. Darum wolltest du den Bären besuchen, denn Bären haben immer genug Honigvorräte. Jetzt verstehe ich, du brauchtest Honig und Ruhe. Ja, großer Adler hatte recht. Manchmal hilft nur Geduld. Und wo es dir nun wieder besser geht, werdet ihr wohl bald wieder gehen, was, Yakari? Jetzt verstehe ich, was großer Adler mir sagen wollte. Das hat mit dir zu tun, Fischbeißer. Mein Totemtier hat gesagt, dass der Ärger des einen zum Glück des anderen führen kann. Bald hast du neue Freunde und in deiner Höhle wird es nie wieder langweilig sein. Seid ihr ganz sicher, dass ihr nicht noch ein bisschen länger hierbleiben wollt? Meine Höhle wird schrecklich leer sein, wenn ihr alle weg seid. Nur Geduld, Fischbeißer. Ob ich mich wirklich auf Yakari verlassen kann? Dieser Bär denkt die ganze Zeit nur an sich selbst. Er hat die ganze Zeit nur gemeckert. Führst du da etwa irgendetwas im Schilde, Yakari?
Dachte ich's mir. Yakari kommt nicht mehr. Jetzt bin ich wieder ganz allein. Hey, Fischbeißer, sieh mal. Yakari hat gemeint, dass ein Riese unsere Gesellschaft brauchen könnte. Möchtest du deine Höhle mit uns teilen? Ja, natürlich. Ihr seid herzlich eingeladen. Yakari, ich wusste doch, dass auf dich Verlass ist. Du bist wirklich der Freund aller Tiere. Nachts sind Fledermäuse unterwegs, da schläfst du ja. Und am Tag leisten sie dir dann Gesellschaft. Fühlt euch nur wie zu Hause. Ich werde tagsüber sehr gut aufpassen, damit euch nichts und niemand stören wird. Und nachts übernehmen wir dasselbe für dich. Und wenn wir auf unserer Jagd einen Bienenstock voller Honig sehen, sagen wir dir, wo er ist. Wir ziehen jetzt los. Meine Freundin Regenbogen wartet schon auf mich. Vielen Dank, Yakari. Kommt, meine Freunde. Ich werde euch jetzt alles zeigen. Zu guter Letzt hat der kleine Siux doch noch sein Wort gehalten und meine Höhle von den frechen Fledermäusen befreit. Nicht schon wieder. Es reicht jetzt. Lasst mich in Ruhe. Hallo. Ja? Entschuldigung, ich suche einen Unterschlupf für den Winter. Dürfte ich bei dir einziehen? Natürlich. Dein Zuhause ist mein Zuhause. Ich wollte sagen, fühle dich hier ganz wie zu Hause. Ein Freund für Wirbelwind. Oh nein, daneben. Du bist dran, Regenbogen. Aber was ist denn los mit dir? Sonst bist du immer unschlagbar. Naja, ich mache mir im Moment so Gedanken. Seit 2 Monaten bin ich an der Reihe, mich um die Vorratstippis zu kümmern. Ja, ich weiß. Und ich habe gemerkt, dass da Fleisch verschwindet. Jeden Tag ein kleines Stöckchen. Ein Dieb? Meinst du, einer aus dem Dorf klaut das Fleisch? Eher ein kleines Tier, das sich da bedient. Aber ich fürchte, das könnte sehr böse ausgehen. Wenn die Jäger die Vorräte prüfen, machen sie kurzen Prozess. Ich verstehe. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Das Rätsel werde ich schon lösen. Kleiner Donner und ich bewachen die Vorräte, um den Täter so schnell es geht zu erwischen. Danke, Yakari. Schon gut, Knickohr, mach ich. Da sind die Vorratstipis. Lass uns hier warten. Sicher wird der Dieb bald auftauchen. Vielleicht ist es das Katzenfritz, Großauge. Er ist ein kleiner Vielfraß. Oder es sind Kojoten. Manche kennen keine Furcht und dringen in die Dörfer ein. Psst, da kommt jemand. Oh, glaubst du, dass es Fettauge sein könnte? Schlafwandeln kann er anscheinend. Vielleicht ja noch was anderes. Sicher nicht. Siehst du, da kommt noch jemand. Er geht weg. Ein Glück. Das wäre mir auch unangenehm gewesen. Na, das würde mich nicht wundern. Das war etwas vorschnell, kleiner Donner. Nein. Das ist doch Wirbelwind. Dann ist er es. Aber wieso nimmt er sich das Fleisch? Schnell, kleiner Donner. Jemanden. Lili. Weißschwanz, da bist du ja. Schön, dass du gekommen bist, mein Freund. Ich hab dir was mitgebracht. Na bitte. Rätsel gelöst. Weißschwanz, wo willst du hin? Lauf nicht weg! Hallo, Wirbelwind! Yakari? Du
Du bedienst dich an den Vorräten, um einen Fuchs zu füttern? Stimmt. Genau. Du hast doch genug Freunde im Dorf. Ja, aber ich möchte so gern mit einem Tier Freundschaft schließen. Du hast ja Kleiner Donner als Freund und Regenbogen Großer Grauer. Und ich möchte mich auch um ein Tier kümmern, so wie ihr. Das kann ich gut verstehen. Erzähl mal, wie das angefangen hat. Vor ein paar Tagen am Morgen saß ich auf einem dicken Ast im Wald und hab was gegessen. Und da kam er plötzlich näher. Ich hab ihn einfach Weißschwanz genannt. Und weil er so nett aussah, hab ich ihm mein Fleisch gegeben. Am nächsten Morgen ging ich zu dem Baum, um zu sehen, ob er wiederkommen würde. Und er hat schon auf mich gewartet. Endlich hatte es geklappt. Mit dem Fleisch brauchte ich nur 2 Monde, um ihn zu zähmen. Jetzt sind wir die besten Freunde. Es ist keine gute Idee, sich durch Füttern anzufreunden. Besonders nicht für den Fuchs. Ein Fuchs ist nicht wie ein Hund. Er ist ein wildes Tier. Und wenn du ihn fütterst, wird er seinen Jagdinstinkt verlieren. Du lügst! Das sagst du nur, weil du neidisch bist, dass der Fuchs jetzt mein bester Freund ist. Wer ist da? Weißschwanz, was willst du denn hier? Du bist wohl meiner Spur gefolgt, weil du Hunger hast. Das darfst du nicht. Wenn die Jäger dich hier sehen, dann... Was ist das für ein Krach? Oh nein! Hey, verschwinde! Das war ein Fuchs. Hat er euch aufgeweckt? Wisst ihr, wo er ist? Ja, aber Wirbelwind und ich konnten ihn schon verscheuchen. Er ist sicher längst über alle Berge. Ja, ganz sicher. Ihr weckt mich, wenn er wiederkommt. Ja, stolze Wolke. Danke, Yakari. Du hast Weißschwanz gerettet. Ich fürchte, dass er sich zu sehr an dein Füttern gewöhnt hat. Und jetzt ist er darauf angewiesen. Siehst du, er gerät in große Gefahr. Wenn du ihm wirklich ein Freund sein willst, darfst du ihn nicht wiedersehen. Na gut, dann nicht. Eine weise Entscheidung, Wirbelwind. Und das Beste für ihn. Und morgen gehen wir zusammen zu der Lichtung und sorgen dafür, dass er nicht wiederkommt. Los! Yakari! Schon wieder ist Fleisch verschwunden. Eine Riesenportion diesmal. Was? Weißt du denn jetzt, wer es gewesen ist? Ja, das weiß ich, Regenbogen. Doch ich habe ihm versprochen, ihn nicht zu verraten. Aber glaub mir, das wird aufhören. Sicher hat Wirbelwind Weißschwanz als Abschiedsgeschenk extra Fleisch mitgebracht. Das kann ziemlich gefährlich werden für ihn. Das Fleisch wird vielleicht noch andere hungrige Tiere anlocken, die viel größer sind. Hoffentlich nicht. Lili. Da bist du ja, mein Freund. Oh ja, ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Doch leider zum letzten Mal. Ich werde nicht wiederkommen. Mein Abschiedsgeschenk, damit du dich stärken kannst, bevor du jagst. Weißschwanz? Was ist denn? Das Fleisch! Weißschwanz! Sei vorsichtig! Wirbelwind! Komm, steig auf! Wir werden dich in Sicherheit bringen! Nein! Wir müssen Weißschwanz retten! Er hat sich nur das Fleisch geschnappt, um den Luchs von mir wegzulocken! Gegen einen Luchs hat er doch keine Chance! Das mache ich schon! Bring du dich schnell auf einem Baum in Sicherheit! Wirbelwind denkt, dass Weißschwanz für ihn sein Leben riskiert. Das wäre ein schöner Freundschaftsbeweis! Vielleicht wollte Weißschwanz das Fleisch auch nur für sich behalten! Da sind sie! Dieser Sack ist viel zu schwer. Der Luchs wird ihn bald einholen. Das kann nicht gut gehen. Du denkst wohl, du wirst mich zwischen den Felsen los, Fuchs. Aber leider bin ich viel wendiger als du. Weißschwanz! Der Luchs will den Beutel mit
Du sprichst meine Sprache? Ja, beeil dich. Nur so kannst du dich noch retten. Gut gemacht. Das Fleisch gehört mir. Lauf nicht in den Wald, kleiner Donner. Lieber auf die Prärie. Wirklich? Dieser Luchs ist sehr schnell. Ich weiß nicht, ob ich ihn im offenen Gelände abhängen kann. Vertrau mir. Na los, kleiner Donner. Nur noch ein kleines bisschen geradeaus. Nur noch ein kleines bisschen? Du hast Glück, kleiner Mensch. Ja, er gibt auf. Hey! Aber woher wusstest du das? Das hat Kühner Blick mir gesagt. Luchse können sehr schnell laufen, aber nicht sehr lange. Das ist mir neu. Na, weil du es ja auch nicht wissen musst. Luchse jagen schließlich keine Pferde. Los, holen wir Wirbelwind. Ich danke dir, kleiner Mensch, der mit Tieren sprechen kann. Und du hast Wirbelwind gerettet. Ich danke dir. Ich dachte, ich wäre schlauer als der Luchs, aber das war ein Irrtum. Dass Wirbelwind dich mit Fleisch versorgt hat, ließ deine Instinkte schwach werden. Du bist eine leichte Beute geworden. Ja, das war sehr gefährlich, auch für den anderen kleinen Menschen. Unverzeihlich. Ich werde meinen Freund nie mehr um Futter anbetteln, das verspreche ich dir. Aber er wird mir bestimmt fehlen. Ja, das ist traurig. Aber anders geht es nicht. Ich konnte Weißschwanz nicht mal auf Wiedersehen sagen. Das ist schade. Oh, die wilden Tiere haben ihre ganz eigene Art, sich zu verabschieden. Sieh nur. Oh. Alles Gute, Weißschwanz. Ich weiß ja, er muss in der Wildnis sein. Aber Weißschwanz hat für immer einen Platz in meinem Herzen. Bitte verzeih mir, Regenbogen. Ich werde nie wieder stehlen. Ich habe es nur getan, um einen Freund zu füttern. Es ist gut, dass du den ehrlichen Weg gehst. Und dass du einsiehst, dass man wilde Tiere nicht füttern darf. Ich lege das Fleisch schnell zurück, bevor die Jäger kommen und die Vorräte überprüfen. Sieh nur! Da ist eine Überraschung für dich. Hä? Dieses Fohlen ist vom Nachbarstamm und sucht einen Freund. Ist das schön. Ich werde es auch immer gut versorgen. Versprochen. Aber Weißschwanz werde ich nie vergessen.